So, kommen wir zum Finale, was gar nicht so lange dauern dürfte mit meinen Pokes. Sorry, ich musste schon wieder cutten. Das ist, es hilft auch nicht, dass ein Schild vor der Tür hängt. Ein Tür vom Schild, genau. Was wollte ich? Genau. Ich habe Groudon jetzt zum Anfang gebracht und jetzt kommt hier der Champ aller Champs. Jetzt kommt Troy. Oh wow, Duran, ich bin erstaunt, dass du mich gefunden hast. Du, denkst bestimmt, ich bin nur verrückt nach Steinen, nicht wahr? Nein, das tust du bestimmt nicht. Wir haben ja schon in Moosbach als Team in Moosbach City, im Moosbach City Raumfahrtzentrum gekämpft. Mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Da hast du bestimmt einen Eindruck davon gewonnen, wie gut ich bin. Okay, Duran, wenn du dich auf eine ernsthafte Herausforderung einlässt, sei auf das Schlimmste gefasst. So. Troy, der stärkste Trainer hier in Höhen. Nicht mehr lange. Panzeron 77. Ich kontere mit Groudon. Groudons spezielle Fähigkeit Dürre wird noch hier sehr, sehr hilfreich sein, weil Troy ja auf Stahl-Pokémon steht. Oh, Groudon ist schneller als Panzeron. Erstmal Flammenwurf. Ist kein Step-Angriff, aber Sonnentag hilft dabei enorm. Sollte killen. Das. Oh! Das hat er überlebt. Begeisternd ist das. Das ist ja schrecklich. Groudon, was ist los mit dir? Na gut. Da Monsieur jetzt wahrscheinlich heilen wird, machen wir das Gleiche. Ja, aber noch top genesen. Und dann werde ich doch gleich mal mein Glück mit einem Flammenwurf erneut probieren. Ich könnte hier natürlich jetzt auch auf Logok wechseln können. Von Logok ein Flammenwurf mit Step hätte ihn mit Sicherheit gekillt. Kann ich auch mal Feuersturm machen, oder? Ja, komm, Feuersturm! Oh, das muss weg. Jetzt ist es weg. Stahl ist geschmolzen. Das war Nummer 1. Stolos. Da bleiben wir auch drin. Stolos sollte nämlich auch mit einem Feuersturm weg sein. Oh, 76. Perfekt. Ah, wobei. Das ist auch noch Gestein, ne? Oh, das tut richtig weh. Groudon ist Bodentyp. Aber er steht noch. Bemerkenswert. Es wird. Also. Da mache ich das auch. Juhu! Solarstrahl gegen Solarstrahl hier. Und Groudon und Stolos. Stahlgestein auf Vilie. Vilie ist Gesteinpflanze. Können wir auch noch drin bleiben. Ich hoffe mal, bei Vilie funktioniert das auch ganz gut. Vilie könnte aber auch meinen Groudon vernichten. Ah, schade. Feuersturm hat nicht gesessen. Das ist ungünstig. Au, das tut weh. Da geht's runter. Groudon ist besiegt. Na gut. Trotzdem danke Groudon für deine Kraft. Jetzt übernimmt Logok. Gleißendes Sonnenlicht ist noch aktiv. Und jetzt werden wir mal mit Flammenwurf angreifen. Yeah, es brennt und hat mehr als die Hälfte abgezogen. Konfusstrahl ist uncool. Aber, hehe, ich habe ja vorgesorgt. Persienbeere hebt die Verwirrung auf. Stimmt, habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Okay, Vilie sollte, wenn er nicht heilt, mit einem Flammenwurf jetzt weg sein. Perfekt. Und sein drittes Pokémon ist schon down. Vilie ist übrigens eins der beiden antiken Pokes gewesen. Was mir auch besser gefällt, muss ich sagen. Oh mein Gott. Okay, der fängt jetzt wirklich mit seinem Stärksten an und da werde ich meine Strategie vom Champ und von Dragan wiederholen. Und Altaria ganz einfach Abgesang machen lassen. Ich hoffe mal, er kontert das nicht, weil sein Metagross auf Level 78 ist echt seine Bombe.
Ich weiß auch nicht. Sternhieb. Stahlattacke. Die tut weh. Abgesang liegt bei 3. Ich versuche jetzt mal den Kleinen hier einzuschläfern. Ja! Das sieht gut aus, Leute. Metagross schläft und der Abgesang ist aktiv, liegt jetzt nur noch bei 2. Das heißt, wenn Troy jetzt nicht wechselt oder sein Metagross mal mit einem Hyperheiler aufheilt, haben wir gute Chancen. Magnayan darf mal reinkommen. Einmal ein bisschen mit meinen Pokes hier spielen. Ja, der hat den Neutral-Torso. Und Metagross schläft immer noch. Okay, sein Abgesang ist bei 1. Wenn er jetzt nicht switcht, dann haben wir ihn gleich in der nächsten Runde. Nochmal Schaufler. Ach Mann, nein, er ruft zurück. Okay. Ah, Lepomentas ist Psycho-Boden, oder? Dass sie kann Schwebe, meine ich. Da funktioniert mein Schaufler nicht. Aber Lepomentas kriege ich auch noch down. Ja, ich weiß, hat Schwebe. Lichtschild? Das ist uncool. Das ist uncool. Machen wir mal Knirscher drauf. Sehr effektiv. Step-Angriff. Und Schattenglas. Und ihr seht, wie wenig das abzieht. Autsch. Ah, ja, es zieht aber gar nichts ab, so ein Knirscher. Meine Güte. Okay, Feuerattacken brauche ich gleich noch. Ich möchte ja jetzt eigentlich. Oh, wobei. Ich mach mal Regentanz und dann hole ich gleich mal eben meinen Velsa rein gegen der Pumentas. Ich gehe mal stark davon aus, dass Magnehen gleich draufgehen wird. Das macht nichts. Der Regentanz ist aktiv, das heißt, ich kann gleich in aller Ruhe genüsslich einen Surfer einsetzen von Velsa und hoffen, dass der ordentlich Damage macht. Ja, Magnayan ist leider draufgegangen. Du hast gut gekämpft, Magnayan. Gute Dienste geleistet. Auf geht's, Velsa. Jetzt beginnt mein Zug. Durch den Regen wird mein Surfer besser. Ha, locker, locker standgehalten. Komm, 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 One Hit Piggy. Ah, er ist nicht down, nein! Dieser scheiß Lichtschild, jetzt heilt er sich. Mist, Mist, Mist. Wie viel kriegt er denn jetzt durch den Surfer weg, wenn der Lichtschild ineffektiv ist? Es regnet immer noch eine Runde. Das Zauberwasser, was mein Velsa trägt, hilft auch ordentlich. Gut, wenn er seine ganzen Heilsachen wegschmeißt, ist perfekt. Dann haben wir nämlich gleich. Regen hätte leider aufgehört, aber. Oh, er heilt nicht mehr. Perfekt. Und so langsam, aber sicher. Boah, hallo! Ich wollte gerade sagen, so langsam aber sicher neigt sich dieses Let's Play seinem Ende. Puh. Denn Troy ist hier der letzte Gegner. Wenn die Arenaleiter danach nicht bereit sind, mit mir zu kämpfen, dann. Oh. Geht's nicht weiter. Ne, dann werde ich nicht darauf warten. Das könnt ihr dann selber herausfinden. Das ist doch auch spannend. Die MSN, die MS Tide ist es ja diesmal, muss ich euch auch nicht zeigen. Das ist Epilog-stimmenmäßig nicht wirklich interessant. Mal gleich Flammenwurf, der pennt ja sowieso. Ja, Latios braucht ihr auch nicht. In Troys Haus könnt ihr euch. Fast mal. In Troys Haus könnt ihr euch einen Tunnel holen. Die erste Entwicklung von Metagross. Ja, und viel mehr müsst ihr gar nicht wissen. Wenn es noch was geben sollte, wenn ich mich entschieden habe, mal die Kampfzone sowas zu machen, dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich noch ein extra Video dann irgendwann mal hinterher. Aber für diesen Moment soll es das gewesen sein, wenn wir den Kampf hier gleich beenden. Amaldo ist jetzt auch nicht die große Herausforderung. Und dann ist tatsächlich Smaragd, was ewig lange gedauert hat, meines Erachtens nach.
gleich zu Ende. Es müsste Käfergestein sein, wenn ich richtig denke. Oh, Aeroast, das hilft dir nicht so viel. Okay. Logok, Himmel, heb. Oh, ich wollte es episch beenden. Mensch, was ist denn hier los? Na klar, Aquavelle. Ich wollte es mit meinem Starter beenden. Komm schon. Jetzt aber. Bevor er sich hier zu Tode brennt. Logok. Wieder mal Top-Genesung. Ach, Menno. Verprügel ihn. Da fliegt Amaldo hoch und landet unsanft auf den Boden. Setze Flammenwurf ein. Brenn ihn weg. Das war's. Troy, der Champ, der beste Trainer, ist besiegt. Du, ich hätte nie gedacht, dass du so stark werden würdest. Aber wenn ich es recht bedenke, damals, als wir uns zum ersten Mal in der Granithöhle in Forster Hafen begegneten, hatte ich schon dieses Gefühl. Ich wusste, du würdest irgendwann der Champ werden und mein Gefühl trügt mich nie. Wohin wird dein Weg dich jetzt führen? Das kann selbst ich dir nicht sagen. Na, toll. Ja, von hier fliehen. Ja, Leute, was den weiteren Abschnitt angeht, die weiteren Sachen, findet es selbst heraus. Vielleicht machen wir nochmal eine kleine Aufnahmesession. Vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Arena-Leiter wollen ja wahrscheinlich nicht gegen uns antreten. Wir gucken mal eben nach beim Pokénav. Nö, keiner dabei. Dann soll es mir recht sein, Wiebke Humble geschlagen. Dann werde ich dieses Let's Play jetzt auch beenden. Natürlich, Moment, muss Logok nach vorne. Ja, Logok muss nach vorne. So, Mutter. Ich bin wieder da. Ich bin der beste Trainer aller Zeiten. Ein Pokénav. Aha. Was? Okay, machen wir das auch noch eben zum Schluss, ne? Oh Gott. Ja, lass mich mal ausruhen. Ich wollte mich eigentlich nur ausruhen. Jetzt habe ich erstmal noch meine Mom eingetragen und den Pokémon und den Münzamulett gekriegt. Naja, gut. Ah, ist das schön hier. Na, die Puppen habe ich alle schon hingelegt. Schade. Aber dann werde ich mein Let's Play hier beenden. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Pokémon Smaragd, ein langes Spiel, die dritte Generation. Meines Erachtens nach ein super, super geiles Game. Viel umfangreicher als Rubin und Saphir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt zu Ende ist, weil es hat sich am Ende wirklich gezogen. Aber es ist ein schönes Spiel. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Pokémon-Projekte und auch meiner anderen Projekte. Schaut mal vorbei bei mir. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao.